Servus Leute und herzlich willkommen hier zurück zum weiteren Video auf dem Kanal. Donnerstag ist heute Conference League Abend, Rapid gegen FC Noah. Ich freue mich schon wahnsinnig aufs Spiel nachher heute 18:45, ein bisschen früher Ankicker als sonst. Es gibt ja wie immer zwei Anschlusszeiten, 18:45 heute die frühere. Deswegen ist es noch recht hell jetzt, wo ich essen gehe. Ich bin in der Löhrgasse, hier in der Nähe von Burgasser Stadthalle vom Westbahnhof. Und zwar geht es zum Restaurant Galaxie. Ja, gibt eben Essen vom Balkan, typisches Essen. Ich habe schon öfter gehört, dass es sehr gut sein soll. Thomas war auch dabei, der kommt jetzt noch, ist gerade in die U-Bahn eingestiegen. Wir gehen jetzt mal was essen. Da freue mich schon sehr drauf. Ich habe schon einige Empfehlungen gesehen, auch schon online schon ein paar gute Beiträge dazu gesehen. Also ich bin sehr gespannt, ob es wirklich so gut ist, wie bisher versprochen worden ist. Ich wollte schon mal herkommen, aber als ich herkommen wollte, habe ich angerufen ein paar Stunden vorher und da war alles ausgereserviert, glaube ich, auf 2-3 Tage oder zumindest 2 Tage. Also das dürfte wirklich auch ein sehr beliebtes Lokal sein. Dann schauen wir mal hin und schauen mal, ob es gut ist. Ich bin angekommen, ihr seht, ist der Tisch sehr, sehr schön gedeckt. Karte sind schon da, ist schon gebracht worden. Ich werfe schon einen Blick hinein. Musik rennt hier auch, so richtig Balkan-like-Music, also bisher ein sehr, sehr schöner erster Eindruck. Sonst hier von der Einrichtung wirklich sehr, sehr nett hier oben. Also wirklich ein sehr, sehr nettes Lokal. Auch die Karte, hier steht Galaxie Authentic Balkan Food, wie angekündigt. Und wenn ich noch ein bisschen Zeit habe, bis Thomas kommt, starte ich mal mit dem Serviettentest. Prinzipiell eine Standard-Papierserviette, aber etwas dicker, weil es ja, 6,5 von 10. Thomas ist mittlerweile auch angekommen. Von der Arbeit straight her. Wie fühlt sich das so an als Hustler? Das ist ein hartes Leben, oder? Kommt drauf an, wo du arbeitest. Hast du schon mal eigentlich so balkanmäßig gegessen? Ja, im spezifischen Lokal auch? Ja, spezifisches Lokal. Okay. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich auch. Die Getränke sind schon mal da. Thomas, ein Bier. Man kennt es eigentlich gar nicht anders. Prost, lass es schmecken. Ich, eher schwach unterwegs, Himbeersoda. Muss ich sagen, alles, wenn ihr das riechen könntet. Ich habe hier 10er, Thomas drüben 15er. Lass dir schmecken. Hier das Brot dazu, es schaut alles geil aus, da auch noch ein Tzatziki dazu. Thomas, du kannst gerne zugreifen beim Tzatziki, das ist wirklich eine große Schale. Oh, schaut euch das an, richtig geil. Für euch auch einmal Nahaufnahme, das schaut schon sehr, sehr saftig aus. Das Brot auch da, also, ja, feine Sache. Bevor ich zu essen beginne, eine Frage an euch, vielleicht wisst ihr das, manchmal hört man eine Cevapcici, manchmal eine Cevapcici, kommt es an, aus welchem Land das ist, also quasi, wo es genau ist, aber ich weiß nicht, was der Unterschied ist. Vielleicht kann mich wer in den Kommentaren aufklären. Ein kleines Zwischenresümee mal, ihr seht es, da sind schon ganz viele Stücke weg, vom Brot ist nicht mehr viel da und auch vom Tzatziki ist nicht mehr viel da. Absolut hervorragend, schön gewürzt, richtig saftig, zart. Keimer geil, Tzatziki fein, Brot auch top. Also ich sag euch ehrlich, bisher, das schmeckt mir wirklich richtig, richtig gut. Wir haben es uns nicht nehmen lassen können, da noch eine Nachspeise zu nehmen. Ich sehe jetzt ein saftiges Stück Baklava. Ich nehme da einmal kurz die Gabel und drücke ein bisschen drauf. Ich glaube, ihr seht hier den Honig schon rauslaufen. Also ich glaube, das wird eine feine Sache. Ich hoffe, du freust dich auf den Nachtisch. Genau. Abfahrt. Ich weiß nicht, ob man das mit dem Licht sieht, aber die Nüsse sind nur ganz, ganz fein eingearbeitet in das Ganze. Ja, der Honig trieft raus, also es ist herrlich. Das letzte Stück wird gerade gegessen und ich sag's, es ist 10 von 10. Dieses Backel war aber richtig, richtig geil. Die Straßenbahn, die wir eigentlich nehmen wollten, fährt da weg. Ihn haut's fast auf beim Gehen. Von mir gibt es trotzdem mal das Resümee vom Essen, ich sage ehrlich. Meiner Meinung nach ein absolutes Top-Cevapcici, die 10 Stück, wirklich genau, schöne Portionsgröße gewesen. Keimak dazu, richtig top, Tzatziki auch richtig gut geschmeckt und Baklava, ich habe vorher schon gesagt, 10 von 10. Also mir persönlich jetzt richtig gut geschmeckt und preislich auch in Ordnung. Wir haben es uns so aufgeteilt, ich habe gezahlt eben Getränk, meine Hauptspeise und das Baklava, oder nein, und das Tzatziki, das haben wir uns geteilt. Das Baklava, das kostet je 5 Euro, also könnt ihr euch rechnen, wenn ihr alleine seid, würde es ca. 30 Euro ungefähr kosten, geht 28, 29 Euro, preislich okay, okay, geht ein bisschen billiger, weil es ist wirklich qualitativ, geschmacklich, absolut sehr, sehr gut. Und da vorne kommt die Straßenbahn, von dir gibt es eine kurze Bewertung, wie war's? War geil. Preislich, was sagst du? Auch voll okay. Ja, ist halt Wien. Ja, ist halt Wien. Ja. Na gut, auch zum Stadion. Wir sind da schon angekommen, Allianz Stadion steht schon da, jetzt geht's rein, ist da wirklich ein schönes Ambiente. Ach, Sonne geht gerade unter, bisschen bewölkt. Geiler Fußballabend steht uns bevor. Weg zum Stadion nutze ich gleich fürs Sportliche. Rapid wirklich absolut überzeugend eigentlich drauf. Heuer auch, wenn die zweite Halbzeit gegen Hartberg nicht so das Gelbe vom Ei war. Richtig, richtig gut drauf. Erstes Spiel ja auch gewonnen in der Conference League. Jetzt erstes Heimspiel. Ja, Rapid absoluter Favorit. Ich glaube, Marktwert von den Gegnern heute liegt bei ungefähr 8 Millionen. Blende ich euch alles wie immer ein. Rapid über 40 Millionen. Also ja, die Vorzeichen sind klar. Einiges an Polizei auch da. Was sagst du, wie geht's aus? Ich sag 3-0. 3-1, 3-0, sowas. Ja, 3-1 hört sich gut an. Sagst 3-1? Ja, ich sag 3-1.
Schauen wir mal, wer die Tore machen wird. Dazu blende ich euch gleich mal die Aufstellung an von beiden Mannschaften. Ja, Bello Burgstaller, glaube ich, heute. Guter Anwärter drauf, Seidel. Was lustig ist, bei beiden Mannschaften gibt es einen Sangaré und beide haben die Nummer 17. Beide spielen im Mittelfeld defensiv. Ganz lustig. Ja, schauen wir mal, welche der bessere sein wird. Ich tippe auf Mamadou Sangaré, der ja wirklich in absoluter Topform ist. Wahnsinn, wie stark der aufspielt bei Rapid. Erster Blick ins Stadion. Wir sind da jetzt auf der Breitseite. Da vorne sind dann unsere Plätze. Stadion füllt sich auch langsam. Hier, wir haben die Auswärtsmannschaft auf, drüben Rapid. Auswärtsblock eigentlich leer. Block West drüben schon sehr gut gefüllt. Unter der Woche leider Sturm Salzburg haben wir ausgelassen, was die 5-Jahreswertung angeht. Ich hoffe einfach, dass Rapid und der LASK heute da punkten können. Das wäre ganz, ganz wichtig für Österreich. Ja, in der Champions League läuft für Österreich leider noch überhaupt nicht bisher. Da unten auch gerade Sebastian Bröder, Florian Klein. Ich glaube, sehr aus der Fahrt heute die Rechte. Ja, vor dem Spiel noch die Interviews und die Einschätzungen geben. Mittlerweile gibt es hier im Stadion sogar einen Aperol-Spritz. Das Getränk setzt sich immer und immer mehr durch. Wahnsinn. Sogar ein Stadion hat es schon geschafft. Heutige Plätze eingenommen. Ja, glaube ich, wirklich top. Reihe 16 oder was es da ist. Wirklich perfekte Aussicht. So, da gerade einen Sticker gesehen. Rund um Rapid, den Podcast. Auch selber schon ein paar Mal reingehört. So, in der Mitte hier das Conference League-Logo. Ja, sehr geil, dass zumindest jetzt so viele Mannschaften auch qualifiziert sind international für die Gruppenphase. Ja, ich sag's so, ich hab's vorhin schon angesprochen, Rapid muss heute eigentlich 3 Punkte machen. Absoluter Favorit in dem Spiel. Natürlich, gerade wenn man immer diese Favoritenrolle hat, dann ist die Gefahr auch, dass man vielleicht die Gegner etwas unterschätzt. Aber ja, Robert Gauss ist prinzipiell ein guter Trainer. Ich glaube, dass er die Mannschaft gut eingestellt haben wird und dass es passen wird. Schauen wir mal, ich bin guter Dinge. Da haben natürlich heute für die österreichischen Teams gedrückt. Ich glaube, später spielt er neben der LASK um 9. Ja, es ist ja, Zeit für Punkte. Ich habe meine Prediction 3-0, Thomas sagt 3-1. Schauen wir. Jetzt alle mit dem Schal oben. Stimmung ist gut. Ja, heute ca. 18.000 Leute im Stadion. Ja, ich verstehe es auch ehrlicherweise. Es ist Donnerstag, 18.45 Uhr. Ist ein bisschen schwierig, zu der Uhrzeit unter der Woche herzukommen. Ja, aber trotzdem, fast 20.000. Ist schon sehr ordentlich. Mittlerweile auch der ein oder andere armenische Fan reingekommen. Und oben sogar, glaube ich, eine kleine Choreo vorbereitet. Ihr seht es beim Block West. Alle haben Fahnen. Ich glaube, entsprechend der jeweiligen Fanclubs. Bei Ultras in der Mitte auf jeden Fall. Ich glaube auch, ja, Lords auf jeden Fall auch mit dem Orangen. Sieht fein aus. Und die Mannschaften kommen rein. Rechts eben die Auswärtsmannschaft, links Kapitän Seidel, vorne mit Rapid, in der Mitte das Conference League Logo. Die Conference League Hymne rennt. Europäischer Fußballabend. Wie angesprochen, hier die kleine Choreografie von den Noah-Fans. Und vorne eben hier diese Europa League Conference League Hymne. Geil. Das wichtige Kopf habe ich bei beiden Wettbewerben, außer in der Champions League, die gleiche Hymne. Auch sehr geil. Einfach europäischer Fußball in Österreich. Wichtig, dass Österreich da aufzeigen kann. Deswegen, auch wenn es vielleicht in der Champions League nicht so läuft, wichtig, da Punkte sammeln und ein Ausrufezeichen setzen. Die Mannschaft, wie immer, rennt sie noch zum Block fest. Da ist Feuer drinnen. Der Abschluss von Noah. Oh. Erster Abschluss von Pist. Das ist gleich nochmal deutlich lauter. Abschluss. So, ich werde nicht ranzoomen. Ein Spieler von Noah wird mit der Trage hier raus transportiert.
Es gibt auch Applaus. Gute Besserung an der Stelle. Ich gehe davon aus, dass es eine Kreuzbandverletzung ist. Oh, gut zentral. Vielleicht ändert es jetzt auch was am Spiel, wenn ich mich ein bisschen auflege. 22. Minute. Und ich sage, die meisten Pässe, die bisher waren, fehlen besser auf beiden Seiten. Da bietet schon mehr vom Spiel. Ja, die eine Verletzung war dabei, wahrscheinlich eine schwere Verletzung. Ich sage nochmal gute Besserung. Aber fußballerisch bisher noch nicht das Beste. Schauen wir mal. Es ist noch genug Zeit. Bellio, er ist in so einer guten Abschlussposition. Schießt nicht. Parade. Ich glaube, Royal, wie meine Arsch mit dem Kopf gemacht. Ich habe genau umgedreht davor, der Ball ist irgendwie wieder reingekommen und Bellio haut ihn rein. Thomas habe ich gerade beschrieben, wie es Tor war. Also sehr, sehr passend zum Spielverlauf. Aber 1-0 ist 1-0. Es ist auch mal wichtig, in so einem Spiel in Führung zu gehen. Kann gar nicht sein. Burgstaller spielte Bellio perfekt raus. Und einfach hat die Riesenchance. Was sagst du? Ja, es ist aber auch absolut zum Spiel. Passt wirklich gut zum Spiel. Wahnsinn, da muss rein. Punkt aus. Nächster Abschluss. Oh. Halbzeit. Schiedsrichter gibt den Eckball nicht mehr. Hat genug gesehen. 1-0. Ja, auch der Abpfiff passt eigentlich zur ersten Halbzeit. Spielerisch nicht so. Die Entscheidung war jetzt auch ein bisschen komisch. Ja, 1-0. Alles, was du sagen wolltest, ist gesagt worden. Was nimmst du dir fußballerisch mit aus der ersten Halbzeit? Äußerst filigranes Spiel. Wirklich schön zuzuschauen, wie viele Fehlpässe passieren und was für lustige Situationen passieren. So vor allem, ein Team macht den Fehlpass und das andere spielt dann wieder den Ball zurück. Ja, es ist ein Freundschaftsspiel auf europäischer Ebene quasi. Ja, Giancarlo hat da am Stadion, ist auch gerade begrüßt worden, Applaus hat es gegeben. Er ist, glaube ich, in der MLS mittlerweile. Hat auch international 6 Tore geschossen, haben sie gemeint. Ja, heute hat er die große Freude, ebenfalls dieses Spiel zu sehen. Ich habe Max und Tobi getroffen. Grüß Sven. Wir grüßen Simon und den Benny. Simon und Benny, Grüße gehen raus. Beste Grüße. Viel Spaß noch. Servus. Was auch sehr kreativ heute ausschaut, diese Kartonvorrichtung auf der Kamera. Boah. Er verliert den Ball am 16er. Oh, eine gute Chance. Guido! Auf jeden Fall gerade die beste Angriffssequenz. 54. Minute. Das ist sehr stark gespielt, aber ja, weiter 1-0, aber gibt's. Jetzt mal ein Eckball. Schau mal. Warum schießt er nicht?
Das sehe ich auch, wie wir schießen. Wir kommen in gute Abschlusspositionen. Aber gefühlt traut sich keiner den Abschluss suchen. Boah, bist du wahnsinnig. Genau, so schnell kann es gehen, dass du dann ein Tor fängst. Es ist aber noch verteidigt worden, 65 Minuten. Also es ist auch noch Zeit, 25 Minuten mit Nachspielzeit, bis zu 30. Ja, schauen wir. Ja, Stimmung im Stadion, gut. Alle beschweren sich, Hand. Rapid Viertelstunde. Ich sage ehrlich, 81. Minute. Und Rapid ist schon die bessere Mannschaft, die spielen, die probieren, aber echt gut ist es nicht. Und man muss wirklich froh sein, wenn es heute 3 Punkte gibt. Schauen wir mal, 10, 12, 13 Minuten wird das Spiel sein. Also Noah hört auf jeden Fall nicht auf. Ja, aber so wirklich gefährlich werden sie auch nicht, muss man auch ehrlich sagen. Boah! Ich würde auch wirklich sagen, Noah, die können auch nichts anfangen mit dem Ball. Also die haben vorne 2, 3, die wirklich ein gutes Ballgefühl haben im Dribbling. Aber sobald die eine Flanke schlagen oder einen Abschluss suchen, also Niveau heute ist wirklich nicht hoch. Ehrlich, es ist nichts mehr sehr geholt zu sagen, das Beste am Spiel heute ist auf jeden Fall die Stimmung. Block Westbach wirklich eine super Stimmung dafür, dass das Spiel erwischt wird. Ausbaufähig ist, von beiden Seiten. Gespielt aber. Die Minuten Nachspielzeit, dann erlöst uns der Schiedsrichter. Aber wie gesagt, die Stimmung trotz der Spielweise hervorragend. Schlusspfiff, 1:0. Ich glaube, man kann es recht kurz halten. Wichtig für die 5-Jahres-Wertung. Wichtig auch, dass Rapid ins Achtelfinale aufsteigen kann. 3 Punkte wieder gemacht. Ja, spielerisch absolut ausbaufähig. Habe ich jetzt gleich mehrmals gesagt. Muss ich nicht mehr dazu sagen. Highlight auf jeden Fall die Stimmung.
Die war 90 Minuten top, da gibt es nichts zu sagen. Auch die armenischen Fans, die mitgereist sind, haben Stimmung gemacht. Also kann man auch mal Lob aussprechen. Die paar haben auf jeden Fall angefeuertere Mannschaft. Und ich glaube ganz ehrlich, Noah in der Liga hat sicher auch Chancen, oben mitzuspielen, weil die waren nicht schlecht. Aber ja, im Endeffekt viel zu wenig, dass du sagst, die haben da wirklich Gefahr ausüben können. Die 1, 2, 3 gefährlichen Situationen hat Rapid hinten ausbügeln können, auch wenn es nicht recht souverän war. Aber das Wichtigste ist, dass das Ergebnis steht. Und ja, am Ergebnis steht 1-0, 3 Punkte, Punkte für die 5-Jahres-Wertung. Das ist das Wichtigste. Wir gehen da jetzt mit den Massen raus. Das soll es für heute gewesen sein. Erstes Heimspiel von den dreien von Rapid in der Conference League. Danke fürs Zuschauen. Dann nach oben kommt der Audas. Ja, mit dem Sinne. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Leute.